Ich weiß es gerade nicht. Aber es ist schön, mal zu Hause zu sein. Ist natürlich auch, es wäre auch okay, woanders zu sein, aber es hat auch seinen Reiz, mal keine Tasche zu packen und mal nicht irgendwo hinzufahren. Und dadurch, dass ich im Sommer so viel weg war, ist es für mich auch angenehm, im Winter mal da zu sein. Ich hatte nur die Idee, dass es hier vielleicht nicht so schlecht ist, weil die Strecken ja den Novo Mesto mehr ähneln als den Ruhpolding, finde ich. Und deswegen, wir haben auch wunderschöne Läufen. Wir waren noch nie hier zur Vorbereitung. Und ich denke mal, die Strecken und die Bedingungen sind top. Einmal war es ein bisschen sehr windig, aber auch das kann uns erwischen in Novo Mesto. Ja, auch bergig, teilweise auch so lange, ein bisschen, wie sagen Sie, ein bisschen schleimig, wo man dann auch mal länger drüber gehen muss und weniger diese kurzen, steilen Berge wie in Ruhpolding zum Beispiel. Also erstmal denke ich, es wären ganz interessante Wettkämpfe, je nachdem wie das Wetter wird. Letztes Jahr hatten dann auch die Stadtgruppen 3 und 4 mal gar keine Chance, weil plötzlich Schneefall eingesetzt hat. Ich denke mal, die Strecken und der Schießstand sind sehr anspruchsvoll und ja, die Besten werden sich durchsetzen. Es hat beides seinen Reiz. Also es war natürlich auch sehr hart in den Jahren, wo man so, also 5 Podiumsläufer waren und nur 4 an die Stadt durften. Es war für die 5. dann echt bitter oder die 6. teilweise auch. Und von dem her ist es jetzt schon irgendwie entspannter. Man weiß, man hat seinen Platz, man muss jetzt in der Vorbereitung nicht nur um Stadtplätze kämpfen. Und von dem her finde ich es für mich persönlich ein bisschen entspannter, aber es hatte auch natürlich seinen Reiz, um den Stadtplatz zu kämpfen. Und das, ja, einfach. Deswegen bin ich vielleicht auch noch hier, weil ich so viel kämpfen musste. Ja, zum Schluss wurde sogar noch wieder ein bisschen besser. Ich hatte im Dezember, habe ich dann beim letzten Weltcup, wo ich dann auch mal wieder ganz gesund war, dann zum Schluss immer mal ein paar Feder zu viel geschossen. Was eigentlich gar nicht so mein Ding ist. Normalerweise steht mein starker Anschlag und da habe ich viele Feder geschossen. Und das hat mich natürlich nicht so zufriedengestellt. Dann kam im Januar die Krankheit dazu und ich kam dann trotzdem noch zum Schluss wieder in Schwung. Und das stimmt mich jetzt positiv für die Weltmeisterschaft. Und dass ich jetzt auf Platz 3 im Gesamtweltcup liege, das verblüfft mich selbst ein bisschen. Nicht die Weltmeisterschaften sind schon nochmal was anderes. Es gibt Titel zu vergeben und Medaillen zu gewinnen und auf die Weltmeisterschaft ist einfach ein größerer Fokus. Man bereitet sich extra darauf vor, deswegen sind wir ja auch hier. Und ja, es ist auch verschieden. Also auch von Weltmeisterschaft zu Weltmeisterschaft war es verschieden, wie es vorher war und wie es dann bei der Weltmeisterschaft ist. Bin gespannt, wie es jetzt für mich wird. Aber auf jeden Fall ist ein bisschen Kribbeln immer noch da. Aber das nicht, weil man geht ja an den Start und es geht ganz von neuem los und man hat keinen Bonus, auch wenn man andere Jahre zuvor schon in den Beinen hat. Und ich weiß, dass es nicht einfach wird, aufs Podium zu laufen und das möchte ich natürlich trotzdem machen. Und von dem her ist es jetzt nicht easy going, was davor passiert. Wir konnten auf jeden Fall zeigen, dass wir auch im Wörtchen noch mitreden und man uns nicht so leicht abschreiben sollte. Und für uns war es natürlich auch schön, sonst würden die Diskussionen jetzt endlos weitergehen, bis da die Staffel wirklich quasi vor der Tür steht. Und es war einfach auch ein bisschen entspannend für uns, dass jetzt wirklich das geklappt hat und dass wir jetzt auch so optimistisch dann die Staffel angehen können und selbst auch wissen, dass wir das können. Wenn ich darf, laufe ich gerne. Würde ich gerne laufen wollen. Und ich finde es gut, wie sie die Mixstaffel jetzt vorn dran gesetzt haben. In Östersund noch haben sie zwischen reingepackt und da war das Programm schon sehr eng und deswegen konnte man unter Umständen noch nicht alle Wettkämpfe laufen. Oder es ging schon, aber es war halt auch ein ganz schön eng gepacktes Paket. Und durch die Vorwegrennen ist das alles ein bisschen gespreizter und deswegen wird es auch viel besser besetzt inzwischen. Ja, und ja, man hat es ja auch gesehen, es sind ja spannende Rennen und durchaus viele Nationen, die vorne mit eingreifen können.